Willkommen zu einem neuen Video im Schaum im Ohr-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir sowieso vorgenommen, heute einfach mal Danke zu sagen, denn diesen Kanal gibt es jetzt schon seit einiger Zeit und es haben sich mittlerweile, obwohl ich nur sehr sporadisch eigentlich Videos einstelle, weil mir so ein bisschen die Zeit fürs YouTuben fehlt, trotzdem schon über 300 Abonnenten eingefunden und das ist eine sehr coole Sache. Das freut mich und das motiviert mich einfach auch, diesen Kanal weiter zu betreiben. Ja, so einen Kanal zu betreiben ist immer Arbeit, viel Zeit, die man investieren muss. Auch Kosten, die entstehen durch Equipment, was man kaufen oder erneuern muss. Ihr findet unter diesem Video in der Videobeschreibung so einen kleinen Passus. Da steht drin, wie ihr diesen Kanal unterstützen oder fördern könnt. Es gibt sogar eine Möglichkeit, die überhaupt kein Geld kostet, sondern nur einen Klick. Wenn ihr Bock habt, würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal nachliest und guckt, ob da was Passendes für euch dabei ist. Kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ich hatte eben schon gesagt, neue Ausgabe meines Gravel-Vlogs. Ich glaube, Video Nummer 5 müsste das sein. Schaut mal in meinen anderen Videos nach, da könnt ihr die anderen Teile auch noch sehen. Achso, das ist keine Tapete, die für immer hier bleiben wird, sondern wir befinden uns hier auf unserem Speicher. Wir haben ja ein altes Haus gekauft, alte Schule und so dieser ganze Speicher, das ist so unsere Baustellensituation für die nächsten 10 Jahre. Wenn Zeit, Kraft, Geld da ist, dann werden wir hier auch mal renovieren und das bewohnbar machen. Im Moment ist das eben noch nicht der Fall, aber deswegen kann meine Rolle hier stehen. Und es gibt ja immer mal so Situationen, in denen man nicht raus kann, weil jetzt zum Beispiel Corona, Lockdown oder es ist viel zu kalt oder zu nass im Winter oder ich hatte neulich so, ich habe jedes Jahr so mit Heuschnupfen zu kämpfen und wenn die Pollenflugbelastung extrem hoch ist, dann überlege ich mir auch schon mal, ob ich nicht lieber eine halbe, dreiviertel Stunde lieber drinnen fahre, als anstatt mir das draußen anzutun. Früher habe ich sehr viel Speedball gespielt, das ist zwar schon so 25 Jahre her, im Haus meiner Eltern, da hing einer im Keller und habe dann gedacht, ich hänge mir einfach wieder einen hin und positioniere den so über der Rolle, dass ich beim Fahren einfach hier und da mal mich aufrichten kann und 5 Minuten oder so eine Speedball-Sequenz beim Fahren einschiebe. Ich zeige das einfach mal kurz, wie es geht. Man setzt sich auf sein Fahrrad. Das Fahrrad ist ja schon in der Rolle. So, und angenommen, man ist dann irgendwie schon 10 Minuten gefahren und denkt so, jetzt kann ich mich mal aufrichten und den oberen Bewegungsapparat so ein bisschen aktivieren. Dann kann man dann einfach ein bisschen Ball spielen. Wenn ihr denkt, dass das jetzt nur so eine 30-Sekunden-Sequenz war, ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht, um eine Sequenz zu finden, die gut funktioniert hat, also so einen schönen Ballwechsel mal zu filmen. Es ist also echt nicht so einfach, auch koordinatorisch ist es echt eine Herausforderung. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, euch so ein Ding aufzuhängen, es macht trotzdem total viel Spaß. Und anders als beim Fahrradfahren, wo dir hinterher, weiß nicht, vielleicht die Beine wehtun, hast du so, wenn du das irgendwie ein paar Mal gemacht hast, weil du die ganze Zeit die Arme so hoch halten musst, ein ganz anderes Fahrradfahren tut plötzlich viel mehr hier oben in den Schultern, dieser ganzen Aufhängung irgendwie weh und man hat das Gefühl, hinterher ein bisschen gerader zu stehen und auch was für den Oberkörper einfach gemacht zu haben. Vielleicht kurz zur Erklärung, die Rolle, das ist eine feste Rolle, ist jetzt keine freie Rolle. Ey, wenn ihr natürlich eine freie Rolle habt, dann ist das natürlich nochmal krasser. Also wenn ihr diese Rollen mit den 3 Rollen, 2 vorne, 1 hinten oder umgekehrt, keine Ahnung, umgekehrt, 2 hinten, 1 vorne. Wie gesagt, ich habe aber keine freie Rolle, sondern so eine feststehende, das ist einfach das Hinterrad eingeklemmt, fest, das Rad kann nicht umkippen, da kann nichts passieren. Kann man schön freihändig fahren. Die habe ich bei eBay gekauft, hat keine 20 Euro gekostet. Und der Speedball hier, da habe ich mir nur, weil ich das Scharnier hier oben noch hatte, nur einen neuen Ball gekauft. Es gibt natürlich auch ganze Speedball-Halterungen für keine Ahnung wie viel Geld. Die kann man sich natürlich auch kaufen, aber das Brett, das hatte ich irgendwie noch, so einen Rest von der Küchenplatte. Und da oben dran sind halt so ein paar Metallregalstützen, die das Ganze halten. Ist also sehr schnell selbst gebaut. Tja, das ist meine Do-It-Yourself-Full-Body-Workout-Maschine. Do-It-Yourself-Full-Body-Workout-Maschine, die außerdem viel Spaß macht, anstrengend ist, so ein bisschen die Koordination schult und fast kein Geld gekostet hat. Und das war es auch schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht so genau, wie es weitergeht, was das nächste Video wird vom Thema. Vielleicht nochmal was zum Thema Erschöpfung.
passt gerade sehr gut nach dem Trainingseinsatz hier. Lasst euch überraschen. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und dann freut mich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.